Bitcoin anonym ohne KYC kaufen. Das ist eine richtig coole Sache, weil wenn du meinen Kanal ein bisschen verfolgst, weißt du, dass ich ein großer Fan von Freiheit und Anonymität im Crypto-Space bin. Hier habe ich zum Beispiel schon mal eine Möglichkeit vorgestellt. Hier habe ich darüber gesprochen, wie man Token anonym verschickt. Schau dir das gerne an. Und das, was ich hier besprochen habe, ist Relay. Da kann man Krypto anonym bei einer Schweizer Firma kaufen, aber man braucht natürlich trotzdem eine Bankverbindung bei Relay. Heute zeige ich euch eine Möglichkeit, die noch anders funktioniert, nämlich mit einem Peer-to-Peer-Verfahren. Bevor wir da reingehen, machen wir wie immer den Disclaimer. Stoppt das Video hier, liest dir das durch. Weißt du Bescheid, keine Anlageberatung. Ich zeige dir einfach einen Service, den ich cool finde. Wenn du das machen möchtest, informier dich selber. Do your own research. Und zwar ist das Projekt, was ich euch heute zeigen möchte, Peach Bitcoin. Ich habe dir für Peach Bitcoin einen Link und auch einen Code dagelassen. Mit dem Code hast du eine Verringerung der Gebühren. Das findest du alles in der Infobox, macht also Sinn, das zu nutzen. Das Ganze läuft über eine App, die du im App Store oder bei Google Play bekommst. Im App Store geht es nur über Testflight, ist aber kein Problem, wenn du dich da durchklickst, wirst du da durchgeleitet und es ist easy zu machen. Wie funktioniert das Ganze? Sehr, sehr einfach. Es ist einfach ein Peer-to-Peer. Das heißt, ein User sagt, er möchte Bitcoin verkaufen, der andere User sagt, er möchte Bitcoin kaufen und dann gibt es ein Match. Und dann tauschen die beiden User miteinander Bitcoin aus, ohne dass da irgendeine zentrale Instanz zwischengeschaltet ist. Also ganz komplett Peer-to-Peer. Und die verbinden hier sozusagen Käufer und Verkäufer, stellen die Plattform zur Verfügung, sorgen dann eben dafür, dass nicht irgendeiner von den beiden sozusagen mit der Kohle abhaut, sondern dass das korrekt abläuft. Und das Ganze geht natürlich ohne KYC, weil im Prinzip ist es einfach ein Transfer zwischen zwei Wallets. Und das ist schon das ganze Geheimnis. Also ist nicht sehr kompliziert, ist ziemlich easy und hier wird es erklärt. Und was auch noch ganz spannend ist, genau, das Ganze ist KYC-free, hatte ich ja gerade schon gesagt. Das heißt, da gibt es keine Notwendigkeit, dich irgendwie zu registrieren bzw. dich sozusagen zu identifizieren. Hier siehst du nochmal sehr grafisch animiert dargestellt, wie das Ganze funktioniert. Du kannst hier mit den verschiedensten Währungen kaufen, aber was ich besonders cool finde, du kannst zum Beispiel auch mit Amazon Gutscheinen kaufen. Das heißt, du kannst einen Amazon Gutschein einlösen, Code, einfach nimmst den Code und kaufst damit Bitcoin. Dann wird es halt richtig, richtig anonym. Mega gut, gefällt mir richtig, richtig gut. Es gibt noch eine Sache, die wollte ich euch gerne zeigen, weil ich die ziemlich genial finde. Genau, es geht nämlich auch mit Cash, also wirklich mit Cash, also mit Scheinen oder Münzen. Und zwar kann man hier solche Meetups organisieren. Und wenn du mal auf die Karte schaust, siehst du, dass da durchaus einiges stattfindet. Also es ist eigentlich in ganz Deutschland verteilt. Hier so der Nordosten ist ein bisschen frei. Wenn du in der Region bist, vielleicht hast du Bock drauf, eins zu organisieren, kann man hier einfach machen. Und da treffen sich dann wirklich in real Käufer und Verkäufer und machen den Austausch. Super, oder? Also finde ich komplett genial. Kann man auch hier zum Beispiel auf Teneriffa oder auf Madeira machen, wenn man es vielleicht im Urlaub machen möchte. Portugal gibt es einiges. Aber eben auch hier, gerade natürlich in Südwestdeutschland und der Schweiz ist sehr viel. Aber im Prinzip findest du das an allen verschiedensten Orten und kannst das machen. Das finde ich sehr genial. Also wirklich viel anonymer geht es nicht. Also machst du es halt wirklich mit Cash. Dann wollte ich euch noch kurz zwei Sachen zeigen, die vielleicht ganz spannend sind. Das sind nämlich die Reviews. Die haben wir bei Trustpilot. Sind nicht viele, sind nur 5, aber das Ergebnis ist super. Und das ist noch relativ neu hier aus dem Mai. Also 5 Sterne, besser geht's nicht. Gibt es eigentlich keine negativen Reviews. Ne, die haben 100% 5 Sterne. Und bei einer anderen Sache, bei Apollo, haben sie ebenfalls ein sehr gutes Rating. Hier sind es auch ein bisschen mehr, hier sind 87 Reviews. Und auch da 71% 5 Sterne. Also da muss man schon sagen, das ist alles ziemlich nice. Siehst du, die Ergebnisse sehen richtig gut aus. Genau, das ist einer der Punkte, der hier angesprochen wird, High Fees. Das ist immer ein Problem. Das ist generell in der Bitcoin-Welt aber im Augenblick noch ein Problem. Die Gebühren sind relativ hoch. Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen der Preis dafür, dass man eben mit dem coolsten Asset der Welt, nämlich mit Bitcoin, handelt. Damit muss man vielleicht leben, finde ich nicht so schlimm. Wenn du jetzt noch for free Bitcoin verdienen möchtest und die dann vielleicht über Peach auscashen möchtest, dann will ich dir ganz kurz einmal Ember Fund ans Herz legen. Ember habe ich auf dieser Plattform schon ein paar Mal beschrieben. Ich verlinke dir das am Ende des Videos auch nochmal, damit du da auf ein Video kommst, wo du das findest, die Informationen dazu.
Ist aber denkbar einfach. Du kannst dich hier einmal am Tag einklicken und bekommst dann eine bestimmte Menge an Satoshis, meinst die sozusagen über den Tag. Hier oben siehst du das, hier findet dieses Mining statt und kannst dir die dann auszahlen, sobald du einen Schwellenwert erreicht hast. Ich nutze Ember Fund regelmäßig und ich verdiene damit im Augenblick, glaube ich, plus minus 50 Dollar pro Monat. Ich habe natürlich relativ viele Leute in der Downline, das heißt, meine Mining Rate ist hier mit 100 pro Stunde relativ hoch. Das ist bei Leuten mit weniger Verbindung nicht unbedingt der Fall. Nichtsdestotrotz ist es einfach for free Bitcoin. Die kannst du dann hier auscashen. Die kannst du zum Beispiel über Peach dann auch in Geld umwandeln und alles komplett anonym ohne KYC. Finde ich persönlich eine sehr, sehr elegante Lösung. Ich nutze Peach Bitcoin selber für Peer-to-Peer kaufen und verkaufen. Ich benutze es hauptsächlich zum Auscashen, ganz ehrlich, also nur zum Verkaufen, nicht zum Kaufen. Und das wollte ich euch heute vorstellen. Ich glaube, das ist ein spannendes Ding. Wenn ihr weiter an solchen Anonymitätslösungen interessiert seid, dann schreibt mal in die Kommentare anonym. Dann weiß ich, dass ich mehr zum Thema Anonymität machen soll. Ich habe da einige Sachen, die ich spannend finde, die ich vorstellen könnte. Hängt aber ein bisschen davon ab, ob ihr Interesse daran habt. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke und bis dahin. Ciao.